So Leute, willkommen bei CMFKK TV. Und wer es immer noch nicht weiß, das bedeutet Crazy Motherfucker King Kalle TV. So, jetzt haben wir es raus. Mikro ist kratzt hier am Kinn. Scheiße. Ihr wolltet heute ihr wolltet das. Ich soll über Kai Gedans Trainingstipps reden. Kai Gedan, wer ihn noch nicht kennt, kriegt schon Plack, wenn ich den Typen quatschen höre. Wer ihn noch nicht kennt, das ist unser neuer Wissenschafts-Bodybuilder, der in der Form eines Turmspringers auftaucht und ganz große Ratschläge verteilen kann, weil Kai weiß, wie es geht. Kai aus der Kiste hat nämlich keine Muskeln und aber ein sehr umfangreiches Wissen, wie es aussieht. Und wie gesagt, ich verstehe auch seine Braut nicht. Ist die verzweifelt oder was, Alter? Naja gut, scheißegal, wo Liebe hinfällt. Auf alle Fälle, Kai versucht da den Leuten zu erklären, wie es richtig gemacht wird, weil das Internet ja nur überflutet ist mit Trainingstipps, die bei manchen und vielen nicht funktionieren. Und dann erzählt er halt auch, dass manche sogar aus Verzweiflung zu Steroiden greifen. Der Typ hat so ein Ding an der Pfanne, Alter. Ja, und da wächst dann trotzdem halt nichts und dann zählt er halt so ein paar Sachen auf, was in den Studios da falsch gemacht wird. Und ja, wie gesagt, ich find's schon geil, dass ein Typ ohne Muskeln, weil wie gesagt, aus der Liga, wo ich komme, da ist das ein Typ ohne Muskeln, dass der so den Kanal aufreißt und versucht auch ein Stück vom Kuchen abzuhaben. Die Katze lässt er ja dann bei so ziemlich am Ende aus dem Sack, weil es ist ja einfach nur ein Verkaufsgespräch für seine Trainingspläne, DVDs und keine Ahnung was, Hörbücher und Kinderbücher und was er da alles anbietet. Wie gesagt, das ist das Fazit am Ende, was dabei rumkommt. Ne? Dann witzig ist eigentlich dabei die ganze Zeit, dass er immer irgendwelche Brustübungen zeigt, wo er ja nur die größte Kackbrust auf dem Planeten hat. Also ich weiß nicht, woher der Typ oder wen oder was der im Spiegel sieht. Das wäre mal viel interessanter zu erfahren, weil irgendwie glaubt er wirklich, der gehört in die Kategorie Bodybuilder. Ich meine, gut, wenn man mal sieht, wo er herkommt, wie er ausgesehen hat und wie er sich entwickelt hat, da hat er schon einige Fortschritte erzielt, ne? Weil vorher hat er ausgesehen so wie, keine Ahnung, was sie 45 nach 45 mit der Planierhaube zusammengeschoben haben. So hat er vorher ausgesehen und jetzt sieht er aus wie ein Sportler, also Turmspringer oder irgend sowas in der Richtung. Aber es ist ja nun ganz weit weg von Bodybuilding. Jetzt hat er mal eine Diät gemacht oder zwei, hat sich mal ein bisschen abgezogen und dann denken die gleich, wenn die einen geteilten Muskel sehen, dass das dann alles groß ist. Natürlich ist ein geteilter Muskel dreimal größer wie ein glatter Muskel. Aber im Endeffekt ist er ja trotzdem dünn. Es ist alles dünn an dem Typen. Ne? Der ist hochgewachsen. Dadurch wirkt er oft wahrscheinlich für die meisten Lurchs wie ein Typ, also wie so ein Sportler. Aber so Bodybuilding-Tipps geben, wenn man so aussieht, da soll man einfach die scheiß Fresse halten, sich irgendwo verkriechen, ein Buch in der Hand nehmen, lesen, wie kann ich besser werden und nicht versuchen, da irgend so einen Mist zu verbreiten. Dann kriege ich einen Anfall, Alter. Ne? Also wie gesagt, der Typ, der ist ja für mich nicht mal belustigend. Das nervt nur, dass der da so viel Gülle von sich gibt und versucht da Tipps zu verteilen. Wenn man schon nicht die größte Ahnung hat und dann bei ihm selber die meisten Sachen offensichtlich nicht funktionieren, dann hält man doch einfach die Fresse, lehnt sich nach hinten und lässt das andere machen. Aber nee, da müssen sie auf Krampf versuchen, auf Coach zu machen und dies und das und jenes und Berater und mit fachlichem Wissen um sich schmeißen. Ich weiß nicht, wie alt der Typ ist. Ist der 100? Nach dem Wissen, was er hat, muss er 100 sein, weil der ist so schlau, der Typ. Und dann immer mit diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Mann, Bodybuilding besteht aus der Praxis. Deine Wissenschaft, die kannst du dir in deine komischen Haare schmieren, Digga. Was, das ist das Allerletzte. Leuten da, ja, das ist ja wissenschaftlich bewiesen. Was ist denn wissenschaftlich bewiesen? Ne? Also, ich bin ohne Wissenschaft groß geworden. Ich habe probiert, rumgedoktert. Gut, wenn das zur Wissenschaft dazugehört, dann ist es wahrscheinlich wissenschaftlich erwiesen. Aber immer nach diesem Lehrbuchkodex gehen und die Wissenschaft, die sagt das und dann ist das so. Ist doch totaler Blödsinn in dem Sport. Jeder Körper reagiert anders. Da kannst du mit deiner Wissenschaft dir in den Arsch schieben. So einfach läuft das Ding. Ne? Geh raus, trainier vernünftig, mach vernünftige Bewegungsabläufe, versuch schweres Gewicht zu nehmen, geh bis an deine Grenzen, bis ans Muskelversagen und sei keine Pussy. Und alles andere ist Scheißgelaber oder so eine Freizeitsportler, wie der Typ das dann ist. Ne? Die dann in ihrer eigen neuest erfundenen Kategorien, sowas hätten sie früher nicht mal auf die Bühne gelassen, Alter. Hätten sie gesagt, was willst denn du hier? Ne? Aber jetzt sind das die großen Heroes, sind die neuen Helden. Vielleicht muss ich auch umdenken und mich an diesen Schwachsinn gewöhnen. Aber will ich auch gar nicht, um ehrlich zu sein, weil es geht mir einfach nur auf den Sack, dass so eine Typen, die denken, die haben ansatzweise was mit Leistungsbodybuilding zu tun, dass die einen Kanal aufreißen. So einfach ist das. So,
Ich glaube, viel mehr gibt es zu dem Typen auch gar nicht zu sagen, weil stellt mir lieber mal Fragen zu anderen Leuten, die ein bisschen was auf Tasche haben und nicht zu so einer Pflaume. Das ist, ja, das geht mir ein bisschen auf den Sack. Deswegen ist Kalle heute sehr unentspannt, geht aus dieser Sendung sehr unentspannt raus. Schämt euch was für diese Frage von diesen Menschen, mit dem ich eigentlich nichts zu tun haben will. Lasst den quatschen auf seinem YouTube-Channel. Da, wenn er Freude hat, soll er da die Leute voll blöken. Aber er soll nicht davon ausgehen, dass den irgendjemand für ernst nimmt. Zumal, wenn ich wie so ein Breitmaulfrosch vor der Kamera sitze und dann so ein technisch gequatscht, krieg ich Tschüss, bin raus, Digga. Ist mir zu viel hier.